Willkommen beim Adventskalender-Experiment Seifenblasenschläuche. Heute hattet ihr eine Flasche in eurem Adventskalender ohne Boden. Ihr hattet ein Stückchen Netz dabei, Gummiband und Spüli. Außerdem braucht ihr auch noch Wasser und eine Schüssel. In die Schüssel, da gebt ihr einen Spritzer Spüli und eine gute Menge Wasser. Das könnt ihr dann ein bisschen mit dem Finger verrühren. Dann legt ihr das Netz über den Boden eurer Flasche und macht das dann dort mit dem Gummiband fest. So, diesen Flaschenboden, der mit dem Netz abgedeckt ist, den steckt ihr in euer Spüli rein, in eure Spülmittellauge und dann könnt ihr durch die Flasche pusten. Und dann kommen hier Seifenblasenschläuche raus. Viel Spaß dabei!